Hallöchen, wieder mal herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Wir sitzen im Hubschrauber und sammeln nach unserer kleinen nächtlichen Jagd auf O'Neill-Brüder Franklin wieder ein. Komm, hüpf rein, auf jeden Fall schweben am besten. Ja, der Hund aber jetzt so, ohne Angst zu haben, auch hier mit einsteigt. Ketten wir den jetzt unten drunter fest, oder wie? Job. Job. Du sollst nicht unterm Hubschrauber stehen. Du sollst mit reinkommen. Na los, hopp. Ja, ja. Ein bisschen drehen und dann hüpfen. Ja, ja, ja. Wow. Next stop, Airfield. Wie war das mit der Werbung? Wenn's mal wieder länger dauert. Okay. So, maybe this is kind of a revenge thing. I don't know. Let's not forget that I'm the wrong party here. Yeah, you are definitely the wrong party. Oh, for sure. Here we go, taking her down. Don't it feel good? Einmal aussteigen, bitte. Helping a friend in need. Come on, Chopper. Come on. Oh, yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we're gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chopper, get in. See you back in Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Gut, jetzt gucken wir mal gerade. Haupttier. Wir waren zu langsam. Der ganze Rest hat immerhin geklappt. 3 von 3 Kopfschüssen. Der eine ging aber, glaube ich, eher in den Nacken und der andere war eigentlich schon der Rücken, oder? So, wir könnten theoretisch wechseln, deswegen wir werfen nochmal schnell einen Blick auf unsere Aktien. Weil wir haben ja quasi wieder den ganzen Tag vorgespult. 109%. Ah, okay, es geht schon wieder ein klein bisschen runter. Wir haben quasi den Höchstpunkt verpasst. Ja, ich glaube, vorher waren die auch auf 258 oder so Maximum. Ne? Deswegen werden wir jetzt mal ordentlich verkaufen. Und zwar alles. So, Trevor hat jetzt inzwischen 500.000. Können wir auch von hier aus Charaktere wechseln? Nein, können wir nicht. Wir wechseln zu Michael. Bei Trevor zu Hause. Na, raucht ja einen hier im Regen. Gut. Ein Blick auf die Aktien. Wer schießt denn hier? Und wir haben 2 Millionen bei Michael. Meine Güte, wer ballert hier? Martin? Ja, nee, du musst jetzt... Was ballert denn hier? Martin muss mal ein bisschen warten. Wir wechseln erstmal zu Franklin. Oh, du bist schon wieder weit gereist.
in ein paar Sekunden. Who's a good boy? Aber Chop ist immer noch mit dabei. So. Ein Blick wieder mal aufs Handy. Und verkaufen. Alles verkaufen. 731.000 haben wir jetzt insgesamt bei Franklin. So. Was hat Franklin denn noch zu erledigen? Wir haben da unten noch, das heißt da unten, wir haben direkt hier oben Unbekannte. Da das jetzt wirklich quasi schon nebenan ist, fahren wir da erstmal hin. Was? Oder Adrian? Da ist er nicht drin. Hier, E-Mail. Finde alles selbst heraus. Finde alles über dich selbst heraus. Manche E-Mails erhalten Hyperlinks. Ach, mit Space können wir da hinwechseln. Okay. Franklin, wird es nicht... Woher kennt er meinen Namen? Wird es nicht langsam Zeit, dass du die Kontrolle über dein inneres Ich übernimmst? Bist du bereit, 5 Minuten zu investieren für ein langes, erfülltes Leben? Besuche blablabla bla bla, und du bekommst eine kostenlose Aktualitätsanalyse. Werde zum aktiven Mechaniker deines Schicksals. My Divine Within. Telefonische DNS-Aktivierung. Sonderangebot. $50. Was haben wir denn hier für eine Analyse? Wir klicken mal dahin. Schau dir jedes Bild an und wähle die Antwort, die deine Reaktion am besten beschreibt. Antworte schnell und ehrlich. Markiere deine Reaktion. Warum Ärger? Das ist keine Ärger, das ist... Milch. Da kommt Milch raus. Was haben wir hier? Das ist, Tod, Traum, Furcht, Verbrennen. Das ist eine Familie im Haus. Nichts davon. Keine Ahnung, ein Traum. Was ist das hier? Lösung. Sushi. Erektion? Ja, nee. Messer können auch eine Lösung sein. Was haben wir hier? Ein Blatt. Natur, Marianne, Schamlippen. Oh mein Gott. Mädchen mit unrasierten Beinen. Ey, was habt ihr hier für... Illuminati. Das ist Identität, ja. Ein Hund. Gefährte, Liebhaber. Erdnussbutter? Liebhaber? Ein Hund ist ein guter Gefährte. Eine einsame Insel. Ja, Einsamkeit halt, ne? Markiere deine Reaktion, was ist das? Da fällt jemand vom Dach oder was? Eine dämliche Ehefrau, Extremsport, Reality Show. Warum muss der Gouverneur werden? Das ist Extremsport, darunter zu springen. Was haben wir denn hier? Stromausfall, Zukunft. Entführung, DNS-Test. Was erkenne ich denn da? Das ist ein Mannequin mit... Was hat denn der in der Hand? Ich weiß es nicht. Das ist Zukunft. So, Vertrauen, Hoffnungslosigkeit, Hure. Griechisch trocken. Das ist hoffnungslos, wenn man im Tunnel steht und der Zug kommt auf einen zu. Ja. Du bist unerfüllt, privat, beruflich und sexuell. Du machst eine schwere Krise voller Selbstzweifel durch, hast aber einen wichtigen Schritt hin zur Nutzung deiner Vollständigkeit gemacht, indem du dich zu deiner Aktualität bekennst. Warum solltest du allein in deiner Verzweiflung baden, wenn du mit anderen in Erleuchtung duschen kannst? Duschen kann man übrigens auch im Online-Modus. Herzlichen Glückwunsch, du hast bereits die erste Stufe eines patentierten Prozesses zur Selbstweiterentwicklung erreicht. Um den Weg zu persönlichen Erfolg, Freiheit und Erleuchtung fortzusetzen, den über 1 Million Menschen weltweit schon beschritten haben, klicke unten auf den Link. Kostenlos. Du kannst nichts verlieren, aber alles gewinnen. Lass nicht zu, dass die Realität an dir vorüberzieht. Wir klicken mal da. Haben hier ein Geständnis meiner Nutzlosigkeit. Spirituelle Neubewertung meiner Ex. Oh, was ist das hier für eine Seite? Das zugeschickte Kennwort sollen wir eingeben. Children of the Mountain. Habe ich jetzt ein Kennwort von dem bekommen, oder wie? Ist da ein Kennwort drin? Schild aus dem Worten. Futility. Futility. Was auch immer das heißt. Futility. Der rammt doch schon wieder mein Auto. Eintreten.
Betrag 199. Ach, bei der Fließerbank sind wir. Die wir im Online-Modus schön überfallen können. Eine wahre Dimension zu erschließen. Bestätigen. Gucken wir mal, was das ist. Klingt die Buchstaben und Haaren die Einsicht zu enthüllen. Löse alle 11 Rätsel in der vorgegebenen Zeit. Was haben wir denn jetzt? Oh mein Gott. Was kommt noch für ein Wort raus? Ich bin nicht gut in englischen Rätseln. Ist das Englisch? Ist das Deutsch? Die Wein. Ach du Scheiße. Wie soll ich das denn jemals rauskriegen? Was ist das hier unten für ein Buchstabe? Ist das halt nächste Rätsel oder was schon? Keine Ahnung. Da brauche ich gar nicht versuchen, irgendwas rauszukriegen. Weil definitiv zu viele Buchstaben. Ach, das soll es aber dann gewesen sein, was? Ich kann jetzt quasi Stufe 3 schon beantragen. Ermäßigter Vorzugspreis von $5,000. Machen uns große Sorgen um dich. Wir bestätigen einfach mal. Verlieren dadurch $5,000. Mein Name ist Bruder Alien. Ich wusste, dass du kommst, Franklin. Wow. Blicke herab auf mich und du siehst einen Narren. Blicke. Ja, genau. Da blicken wir einfach mal hin. Weil der uns aus der Webseite quasi rausreißt, weil er uns einfach über den Haufen fährt. Job, komm rein. Fahren wir vielleicht erstmal ein bisschen von der Straße runter. Gucken jetzt nochmal in unsere E-Mail rein. Eintreten. So. Wo waren wir stehen geblieben? Blicke auf zu der Lüge, die du lebst, und du siehst den Berg. Kann ein Mann einen Felsbrocken den Berg hinaufrollen? Warum sollte er? Mit Erkenntnissen wie dieser habe ich mir in der Selbstvervollkommungsszene einen großen Namen gemacht. Früher war ich Vollzeitsteuerberater, jetzt bin ich Poet, Musiker, vegetarischer Koch, Yogi und Experte für Henna-Tattoos. Ich nutze mein einzigartiges Wissen über menschliche Spiritualität und Entwicklung, um Leben zu transformieren. Ich habe persönlich über 1 Million Leute dazu gebracht, beweist das erstmal, ihre eigene Vollständigkeit zu nutzen, und zwar durch etwas Magisches. Ein Wochenendseminar. Ein Seminar, an dem du, dem Internet sei Dank, von überall in der Welt aus teilnehmen kannst. Glückwunsch, dass du so weit gekommen bist. Du befindest dich auf Stufe 3 eines patentierten, vierstufigen Prozesses und bist auf dem besten Wege, deine Vollständigkeit zu nutzen. Kommen wir zunächst zu den Grundregeln. Keine Klopausen, kein Essen, keine rezeptfreien Medikamente während des Unterrichts. Wenn ich dir das Werkzeug schenke, mit dem du das Göttliche in dir erkennen kannst, wirst du mir höflicherweise deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Andernfalls verwirkst du das Recht auf Transformation. Gut, beginnen wir jetzt mit einer kleinen Übung. Schließe deine Augen, jetzt kann ich keinen Text mehr lesen. Ich sagte, schließe sie. Ich habe sie doch geschlossen. Inzwischen habe ich sie schon wieder aufgemacht. Nun möchte ich, dass du dir vorstellst, wie du dich als Kind eingekotet hast. Möchte ich mir das vorstellen? Gut. Stell es dir genau vor. Speichere das Bild an einem sicheren Ort. Nun möchte ich, dass du dir vorstellst, wie du in 60 Jahren bist. Wahrscheinlich auch wieder eingekotet. Ja, wieder kotest du dich ein. Genau. Es ist eine Metapher des Lebens. Was ist das eigentlich für ein Text? Du musst deine Exkremente aufheben und wegwerfen. Nun stell dir vor, dass alle, die du liebst, versuchen, dich zu töten. Sie kommen näher. Du versuchst zu fliehen, aber du kannst nirgends hin, da ist ein kleines Mädchen mit einem Beil, die Lieder singt. Da ist ein Studentenpärchen, das es auf einer einsamen Straße im Auto treibt. Nein, das war bei Trevor auf dem Rücksitz. Nun stell dir vor, die Angst hat eine Farbe. Welche Farbe ist es? Wenn du schwarz oder weiß gesagt hast, bist du ein Rassist. Da hat er gar nicht so Unrecht. So, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen bei diesem seltsamen Test.
schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns. Ciao.